36 Millionen Demenzkranke gibt es derzeit auf der Welt. 414 Millionen sind von Diabetes betroffen. Das sind 8,8% der Weltbevölkerung. Krebserkrankungen werden jährlich neu diagnostiziert, allein in Deutschland. Bluthochdruck sind es ungefähr 36% der Bevölkerung, die risikogefährdet sind. In den Staaten sind es 69%. Davon befinden sich 50% in medikamentöser Behandlung. Ich bin Caroline Tietz, Heilpraktikerin, Autorin aus Hamburg. Und ich habe mich auf das Thema Entgiftung spezialisiert. Ich selber war eine Zeit lang ziemlich stark vergiftet, weil ich viel Amalgamfüllung hatte. Ich habe sehr viel Antibiotika in meinem Leben bekommen, hatte schon immer viel Stress, weil ich viele Projekte gemacht habe. Ja, mich hat es wirklich auch mit Radioaktivität ziemlich betroffen. Ich war ziemlich stark verseucht. All diese Sachen kamen wirklich zusammen und führten mich dazu, chronische Neurodermitis seit der Kindheit, führten mich eigentlich dazu, dass ich wirklich ein eigenes Konzept entwickelt habe. Ich habe viele Fehler in der Entgiftung gemacht, sehr viel falsch gemacht und wirklich einen größeren Schaden hervorgerufen, als man wirklich den Nutzen davon getragen hat. Und all diese Fehler, die möchte ich gerne nach außen tragen, damit sie nicht alle auch nochmal machen, diese Fehler, sondern dass wirklich mehr System einfach in diese Komplexität Entgiftung hineinkommt. Entgiftung gehörten schon immer zum Alltag der Menschen, schon aus der Klostermedizin kennen wir die ausleitenden Verfahren, entgiftenden Verfahren. Heutzutage hat es wenig Stellenwert. Ich bin viel im Ausland unterwegs, in Asien, gucke, wie andere Kulturen heilen und da gehören zum Beispiel Parasitenkuren immer mit dazu und Entgiftung. Alles spezialisiert sich oder alles fokussiert sich auf die Entgiftung vom Körper und Geist. Deshalb habe ich diese 5R-Methode nach Caroline Tietz gegründet und sie beinhaltet die 5 Elemente wie Erde, Feuer, Wasser, Luft und Spirit, den Geist, die Zirbeldrüse. Und diese, mein Antrieb ist es eigentlich, diese Methode in die Welt zu tragen, um diese Leidensprozesse, die ich selber durchlitten habe, um die vielen Menschen zu ersparen. Ich habe eine eigene Praxis in Hamburg, das Healing Center Hamburg. Und es kommen viele Patienten zu mir und ich habe jeden Tag mit sehr viel Leid zu tun, auch mit Krebspatienten. Und immer wieder komme ich auf den Kern, wenn man einen Körper richtig entgiftet, dann werden die Symptome komischerweise weniger. Leidest du häufig unter Verdauungsstörungen wie einem Blähbauch, der ziemlich lästig sein kann? Die Ursache dafür kann ein Candida albicans, ein Hefepilz sein. Denn diese Ursache ist gar nicht so selten heutzutage. In jeder Packungsbeilage von Antibiotika steht, dass bei mehrmaliger Verwendung sich ein Pilz bilden kann, ein Hefepilz. Klassisches Beispiel ist, wenn du eine Blasenentzündung vielleicht hattest oder eine andere Infektion Antibiotika bekommen hast und sich daraufhin ein Pilz bildet. Auch Fußpilz oder Nagelpilz sind heutzutage keine Seltenheit. Viele meiner Patienten kommen mit dieser Problematik zu mir in die Praxis. Ich nenne es die Dysbiose im Darm, die Fehlregulierung. Und je effektiver und systematischer du entgiftest, desto mehr kannst du dich auf Erfolge einstellen. Diese Methode, die 5R-Methode, hat sich genau darauf spezialisiert, die Ursprungsordnung im Darm wiederherzustellen und vor allen Dingen Histamin zu binden, was dafür verantwortlich ist, dass Allergien überhaupt stark sich ausprägen können. Es hat sich darauf fokussiert, auf die Milieuregulierung im Darm, denn hier sitzt unser Immunsystem und ist das Immunsystem fit und stabil, dann kommt es auch zu weniger Allergien. Vielen Menschen ist einfach nicht bewusst, dass wenn der oxidative Stress im Körper hoch ist, das heißt, wenn zu viele Gifte vielleicht selber produziert werden oder aufgenommen werden, dass es hier zu Stress kommt und sie fühlen sich gestresst und es entsteht diese innere Unruhe. Das kann eben wirklich auf diese erhöhte Toxinzufuhr zurückzuführen sein. Der Körper ist überfordert, von daher entlaste deinen Körper, unterstütze ihn, damit wieder Ruhe reinkommt.
Diese Methode hat sich genau darauf spezialisiert. Fühlst du dich häufig übersäuert? Hast du Magenschmerzen oder hast du Sodbrennen? Man spürt es regelrecht, wenn man übersäuert ist. Vielleicht auch durch Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen. Wenn das der Fall ist, dann ist es Zeit für eine Entsäuerung. Entlaste deinen Körper, denn wenn die Basis stabil ist, dann bist du es auch. Fühlst du dich häufig müde, antriebslos, träge und würdest gerne mehr Energie haben, um deine Projekte und dein Potenzial voll zu entfalten? Dann kann es Zeit sein für eine Leberreinigung. Denn die Leber steht im sehr engen Zusammenhang mit dem Antrieb, mit der Müdigkeit. Viele meiner Patienten haben es hautnah erlebt, dass wenn sie eine richtige tiefe Entgiftung vorgenommen haben, dass sie wirklich in der Lage waren, nicht nur ihr eigenes Potenzial in vollen Zügen zu entfalten, sondern wirklich das Leben in vollen Zügen zu genießen. Du schleppst einfach keinen Ballast mehr mit dir rum. Du fühlst dich leichter, freier und zufriedener.